Hallo und salut zusammen zu einem neuen Video oder einer Art Videoserie auf meinem Kanal. Ich habe mal gedacht, ich bringe 7 Tage die Woche 3 Let's Plays raus, also 3 Folgen von einem Let's Play. Und wieso nicht mal am Sonntag Pause machen, ein bisschen rausgehen. Ich gehe ja sonst relativ wenig raus. Ausser natürlich den Arbeitswegen, 20 km mit dem Velo. Das ist schon etwas, aber sonst bin ich eigentlich eher am PC. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich führe das ein. Montag bis Samstag Let's Plays. Regulär. Und Sonntag kommt ein Video. Und das wird so etwas sein, da irgendwie Tils Sonntag oder Sonntagsvideo oder so etwas. Ich weiß nicht, ob ich es immer draussen machen will. Also je nachdem, ob es jetzt regnet oder nicht, will ich es draussen machen. Und ich würde gerne ein bisschen über Sachen reden. So, ich bin ja so eine Art ein bisschen Minecraft, wenn ihr es verfolgt. Ich rede meistens ein bisschen über die Weltgeschichte, über teilweise ein Probleme, die Leute haben. Und ihr hört schon, das hier ist auf Schweizerdeutsch. Das werde ich auch beibehalten, weil es ist persönlich, es ist von mir und es wird aus meiner Sicht erzählt. Und ich meine, ich bin Schweizer und wieso soll ich nicht irgendwie auf meinem Kanal beitragen? Genau. So, das erste Mal. Es ist ja jetzt etwas abgesehen. Ich habe es nicht auf dem Handy aufgeschrieben. Es ist, glaube ich, letztes Jahr gekommen, dass 2017 eine ganze Sekunde mehr hat als alle anderen wegen globalen Zeitverschiebungsgedöns. Und ich glaube jetzt. Ein Velofahrer. Schön. Übrigens eben Schweizerdeutsch und das wird One-Taker sein. Also eventuell werden da von der Strasse her ein paar Leute durchkommen oder Auto fahren oder. Ja, aber es ist eine Taubstrasse, das finde ich schön. Und dadurch habe ich ein bisschen eine ruhigere Situation. Dann haben wir zum Beispiel noch. Mobbing ist ein weit verbreitetes Thema und heutzutage relativ auch sehr gross. Verbreitet. Wenn man zum Beispiel auch noch meine Haare würde anschauen, dann würde man sagen, hey du Böck, schneid dir mal die Haare so etwas. Aber ich denke mal, das wird heutzutage nicht mehr so bewertet. Je nachdem natürlich auch Mobbing die Sache von schulischer Tätigkeit her gesehen. Man wird irgendwie abgemacht, wenn man nicht das Kleid oder dieses Kleid trägt oder jenes Kader, das kann wird ausgeschlossen, man wird in eine Ranggruppe gesteckt. Man muss je nachdem schauen, wie man jetzt verbleibt und wie man es handhabt. Aber ich denke mal, verschlossen zu sein, wie ich damals, ist nicht die richtige Methode. Das könnt ihr euch gerade schminken. Es ist natürlich am besten, eine Vertrauensperson holen und wirklich mal über eure Probleme oder über eure Sachen und Probleme, die ihr habt, irgendeiner Vertrauensperson können erzählen. Sagt das eure Mutter. Euer Vater, eventuell wenn er eine Freundin oder wenn er eine Frau sind, ein Freund sein. Großmutter, Großeltern, Großväter, ist etwas Gleiches. Und wenn ihr das im Hintergrund hört, das wird wahrscheinlich ein Helikopter sein. Damit muss man rechnen, wenn man draußen ist. Ich könnte jetzt schnell ein Clip-Mikrofon holen, aber das wäre ein bisschen blöd, wenn es da die ganze Zeit im Zeug rum würde hängen. Aber ich bin immer noch lauter, das ist gut. Ich denke, der wird sich irgendwann schon vertun. Genau. So abgesehen von was außerhalb von YouTube, wo man gesehen ist, ich habe ja letztens noch wegen einem WG gesucht, beziehungsweise auch noch WG-Partner habe ich schon. Der ist jetzt im Militär. Good Job da, falls du das siehst. Wünsche dir viel Glück und weiterhin viel Spass in deinen Tätigkeiten als Soldat, so gesehen. Ich bin leider ausgeschlossen, ich muss zahlen, das ist in der Schweiz leider so. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der gerne gegangen wäre, aber mich scheisst es doch an zu zahlen. Aber so wie es mein Kollege gesagt hat, die paar 100, 200, 300 Stutz noch. Nein, es sind Minimum 400, die 400. Und darauf sind allemal wert. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist allgemein, ich weiß nicht, wie lange die Episoden hier werden gehen. Je nachdem, Viertelstunde, 10 Minuten, 5 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange das Tag gekommen hat. Die SD-Karte hat noch 4 Stunden, also man hat noch Spass. Der Akku, ich glaube, nur 3 Stunden. Es geht generell darum, ein bisschen
in diesen Sonntagsvideos möchte ich irgendwelche Sachen erzählen über mein Real Life oder ein bisschen abseits vom Let's Play her oder von YouTube her passiert. Weil es gibt jetzt eigentlich meine Let's Plays, meine generell zwei Let's Plays, die ich bringe, die storybasiert sind. Sind ja je nachdem eins oder zwei. Jetzt mit europäischer Zeit, also Schweizer Zeit theoretisch gesehen. Und dann gibt es noch Minecraft, die ich eigentlich im Stream mache. Das heisst, ich interagiere mit der Community, die aktiv dabei ist. Und da würde ich noch gerne etwas machen für meine Schweizer Traditionsgesellschaft. Für meine Schweizer Kollegen, die das auch hier anschauen und ein bisschen im Hintergrund etwas hören wollen und ein bisschen um die Welt geschehen, erzählen. Und ja, ich glaube, genießt noch das Wochenende. Und falls ich es noch vergesse, es kommt noch etwas. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so wollt, oder was ihr wollt gerne hören von mir in diesen Videos hier. Es ist ja allgemein bekannt, dass jetzt gerade der Wind vorbeikommt. Da hört man zum Glück glaub, nicht so gut in der Kamera. Und gerade das Auto kommt nicht vorbei. Super Timing, ey. Echt, das ist genial hier zum Aufnehmen. Ich würde es lieben, hier zu aufnehmen. Aber es ist irgendwie im Garten ist eine geile Location ein bisschen gefunden, da ein bisschen schattig ist, aber gleich offen. Und es findet ganz gut. Also es ist gut da. Ja. Falls ihr irgendwann mal alleine wohnt oder ausziehen wollt, es ist eine rechte Umstellung, muss man wirklich sagen. Es ist, muss, ja, also sagen wir mal, ich, wo jetzt, danke, Kirchenglocke, super. Jetzt, wo ich, schon überhaupt verzeiht, ja, halb drei. Jetzt, wo ich lieber ausziehe, natürlich wohne ich daheim, darum so einen fetten Garten hier, also ich sehe dort nicht einmal, ich sehe nicht einmal irgendwie ein Zehntel, geschweige denn vielleicht sogar 20 Stück davon. Riesengross. Aber irgendwie, wir können, wenn man etwas die ganze Zeit sieht, und es ist so selbstverständlich angeklärt, und wenn man sich ein bisschen, ja, wegen unserer Zivilisation, in einer Gesellschaft, wo irgendwie alles so selbstverständlich dargestellt wird, und wenn man mal rausgeht, reisen und schauen und forschen, dann sieht man doch schon manchmal, es ist doch nicht alles so selbstverständlich, wie man denkt. Wenn ich nochmal mal das Wasser. Das Wasser, das wir aus dem Hahn haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Bei unserer Zivilisation sicher, ja. Aber wenn wir anderweitig schauen, ist es einfach nicht so. Es gibt Leute, die müssen 5 bis 10 Kilometer am Tag laufen, dass sie 2 bis 3 Liter Wasser haben für 5 Personen. 10 Kilometer am Tag, das heisst 4 Stunden hin und zurück. Und das ist einfach der Horror, finde ich. Man müsste irgendetwas machen. Ich weiss, man kann Leute oder man kann Zivilisationen nicht anbinden und sagen, schau, da ist ein Wasser, mach damit was willst. Man muss dann irgendeine Grundlage bieten, etwas machen, etwas tun und wie ihr gehört, das Auto fährt vorbei. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, den Leuten geht es so schlecht. Die leben im Krieg, die leben unter dauernder Angst. Jetzt nicht über Mobbing, sondern über den Tod. Ja. An der aktuellen Zeit. Helfen doch den Leuten. Sind nicht immer entschlossen. Tönt nicht immer an euch denken. Helfen mal anderen Leuten. An Leuten, die ihr nicht können. Und dort mal teilen. Versucht euch mal das Zeug zu teilen. Vielleicht, ja, wie so schön sagt, nicht nur nehmen, sondern auch vielleicht geben. Und behandle so jemanden, wie du selbst behandelt werden willst. Also, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen sentimental geworden, das Ganze hier. Aber ich will eine Message überbringen, oder? Helfen mal anderen Leuten, helfen mal jemanden über die Straße gehen. Wenn es nur etwas Kleines ist, wie eben jemandem helfen. Oder nur eine alte Dame irgendetwas tragen. Oder gehen gerade mal ein kleines Ausland schauen, was dort passiert. Und dann werdet ihr mal sehen, was helfen heisst. Ich weiss jetzt, ich habe in der. Was für ein. So viel gerade das Bindli zwischen. Ja, schon gleich. Ich habe gerade. Also, ja, gerade ist gut. Ich habe in der Oberstufe damals.
hatten wir einen sehr geilen Geschichtslehrer. Der hat uns teilweise sehr gute Filme gezeigt. Und ich glaube, ein paar Filme, die über unser seelisches und Gemüt rausgegangen ist. Also ziemlich nahrhafte, wie zum Beispiel auf der Webseite, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich glaube archiv.org. Ich glaube, die tut Google oder glaube Amerika generell die ganze Welt oder Webseiten speichern, alle Videos archivieren und alle Zeitschriften. Du kannst Webseiten vor 10 Jahren schauen, du kannst Filme schauen vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ich bin letztes Jahr wieder drauf gewesen und muss sagen, es ist eigentlich so schlimm. Es ist so fucking schlimm, was ein Mensch in Notsituationen alles machen kann. Schau mal, 60, 70 Jahre zurück, was da ein gewisser Herr Hitler vermacht hat. Aber man kann die Welt nicht aufhalten. Es ist so, wie sie ist. Und irgendwann werden die Leute sich selber vernichten. Ich komme irgendwie gar nicht zum Ende, habe ich das Gefühl. Ja, aber jetzt mache ich etwas Fröhlicheres. Ich habe meine Lehre abgeschlossen. Relativ, würde ich sagen, gut. Natürlich besser, es geht immer besser, aber ich sage mal, neben YouTube her gesehen und neben allen Social Medias, die ich vertreibe. Oh, Entschuldigung, bin ich da ein bisschen gagelen. Habe ich recht gut abgeschlossen. Und ich bin jetzt gerade auf Stellensuche. Und ich würde mal sagen, also Konstrukteur EFZ natürlich, nicht YouTube oder so etwas. Das wird immer, oder wird ewig mein Hobby sein. Ich werde da nie gross etwas machen, wahrscheinlich gesehen. Sogar als Schweizer kannst du vergessen. Und wir haben schon eigentlich eine Wohnung auf sicher gehabt. Dort ist aber leider das Internet so scheiße, dass ich muss sagen, das ist so ein Kriterium, aber eines meiner Hauptkriterien, würde ich jetzt sagen. Und die Wohnung hat noch recht alt ausgesehen, also mit Holz verdäfert und ja, hat so nach 60er, 70er Jahren ausgesehen. Und jetzt sind wir noch etwas am Suchen, also der WG-Partner und ich, haben eine Wohnungsbesichtigung gemacht. Also habe ich jetzt ausgeschrieben, oder beziehungsweise habe ich nachgefragt, die Person. Und wir werden eventuell, wenn das klappt, in einem Block wohnen. In einer 4,5 Zimmerwohnung, die recht schön ist. Also eigentlich, wir sind die ersten Vermieter sozusagen. Alles neu designt, sogar mit einem Koch, mit einer Kochinsel irgendwo in der Mitte. Das wird ziemlich geil. Und wenn das funktioniert auf jeden Fall, hätten wir sogar Glasfaser. Das heisst 1 Giga down und 1 Giga up. Das werden wir aber technisch gesehen mit dem Computer nie erreichen. Wenn wir aber mehrere Personen sind, zweite und mehrere Devices haben, wird sich das irgendwie schon mal ausgleichen, weil ein PC wird wahrscheinlich nicht mit allen Komponenten wird er vielleicht auf 800-900 Gigabit pro Sekunde kommen. Das ist aber glaube ich allerhöchstes Maximum, was aktuell geht mit SSD und weiss Gott was und pipapo. Aber mein System da ist noch sehr weit entfernt und ja, ich glaube ich nicht wieder viel zu viel. Das ist einfach so. Geniessen mal, hocken nicht immer vor dem Computer, sondern geht mal raus. Und ich habe irgendwo mein Buch gehabt, verloren. Wahrscheinlich am Aufstellen von dem Setup. Das ist noch ein bisschen, recht spartanisch, das alles da. Ich mache jetzt wieder. Ich habe so etwas mal gemacht, ganz klar. Und da habe ich gesagt, es bringt irgendwie doch nichts. Und es hat nicht wirklich jemand geschaut. Je nachdem natürlich, weil es auch auf Hochdeutsch war. Und ich weiß nicht, ob jetzt das mehr Leute schauen. Ich weiß alles nicht. Aber ich hätte noch etwas, was ich machen könnte. Das wäre zum Beispiel Mobbing hätten wir gehabt. Ach so, ein ganz grosses Thema eigentlich aktuell noch ist natürlich noch UEFA. Da wird glaube ich heute sogar das EM-Finale stattfinden. Ich muss sagen, ich verfolge Fußball gar nicht. Das ist so etwas, wo ich sage, ja, ich weiß nicht, wieso man das schauen kann. Ehrlich gesagt, nichts gegen euch da draussen, nichts gegen euch, aber ja, ich weiß nicht so recht.
Also es ist so spannend, Leute zuzuschauen, wie sie einem runden Ding und muss in ein rechteckiges Mensch schiessen. Irgend das eine, meins ist es nicht. Aber du hast mich gern da. Hm? Ich glaube, das Zeug hat mich da gern. Gut. Das ist sehr wurstig, du. Ja, zum Out, ich komme wie immer wie in Let's Plays auch nicht zum Abschluss und ich würde sagen, eine Viertelstunde Quasselei ist doch recht gross. Und wenn ihr noch etwas zum Thema Mobbing oder Weltfrieden sozusagen, es gibt ja noch Leute, die... Jetzt fange ich schon wieder an. Okay, ich muss erzählen. Es gibt Leute, es gibt immer Leute, die nach Macht streben und es gibt Leute, die wollen Weltfrieden und der Mensch ist von Haus aus oder von Natur aus eine Person oder ein Individuum, wo man mehr nach Macht strebt. Sei es jetzt auf dem Kanal hier, also irgendwo hier, oder auf YouTube selber, oder im echten Leben sozusagen, in Real Life, so gute Kollegen oder YouTuber oder Gamer würde ich sagen. Ja. Je nachdem ist es halt schon nicht das ohne. Und je mehr Leute nach Macht streben, desto mehr Krieg gibt es. Je ungleicher die Welt ist, desto schlimmer wird es auf der Welt. Desto mehr Revolutionen werden es geben. Wie auch früher, französische Revolution, hat wahrscheinlich jeder in Geschichte gehabt. Wer es noch nicht gehabt hat, kommt wahrscheinlich noch dazu. Je nachdem, in der Schweiz ist es so, in Deutschland weiss ich nicht. Ich werde wahrscheinlich andere Sachen lernen, aber die Deutschen werden mich wahrscheinlich hier nicht verstehen. Und ja, ich bin nicht so einer, der aufträgt, die Sachen macht. Ich bin nicht so einer, der Hype macht. Ich bin einer, der man gut reden kann, Spass kann haben. Spass. Ja, man kann vielleicht ein paar Sachen schon haben. Aber man kann es sehr ernst tun und die Welt auch begreifen, wie sie ist, wenn man alleine auf der Welt ist. Nicht falsch verstehen, ich habe Familie. Aber in Notsituationen, in den Ferien, wenn man etwas hat, ist man doch recht alleine und weiss nicht, was machen und tun. Man fühlt sich hilflos. Hilflos wegen dem, weil dir kein Mensch helfen kann. Eventuell verstehst du die Sprache sogar nicht. Und frag einmal, wenn du ein Astronaut wärst und würdest rausgehen ins Weltall, wenn du etwas hättest, du musst dich damit abfinden. Ich sterbe. Ich sterbe dort oben. Dort aussen. Ich kann nichts machen. Die Hilflosigkeit. Doch so nah. Und wieder so fern. Ich habe, glaube ich, genug Stoff zum Nachdenken gebracht. Falls ihr noch irgendetwas ansprechen wollt oder mit mir reden wollt, nächsten Sonntag, ab in die Kommentare. Und ja, ich kann gar nicht so spassig tun, wie das sehr viele Leute machen. Und es liegt nicht in meiner Natur, künstlich Spass zu haben. Das ist einfach unnatürlich. Man muss Spass haben, wenn man es hat. Und auch zeigen. Und da kommt es natürlich rüber. Man muss nicht künstlich etwas hervorrufen, was man nicht kann. Das ist einfach. Es wirkt künstlich, wenn ich hier jetzt Hype machen würde, wenn irgendetwas passiert. Oder wenn irgendwie, sagen wir mal, irgendjemand würde sterben. Logisch. Es ist etwas anderes, wenn jetzt irgendjemand stirbt. Es sterben täglich Leute, das ist klar. Aber es ist etwas anderes, wenn du die Person kennst. Oder wenn du eine Beziehung, eine Bindung aufgebaut hast. Sei es in einem Film, jetzt à la Bud Spencer, wo ja letztlich gestorben ist. Oder einfach jemand in deinem Umfeld. Das geht dir viel mehr ans Herz, als wenn du im Fernsehen schauen willst und siehst, wie da Leute sterben, dort etwas machen. Ja, ich hoffe, etwas Lustiges kann ich gar nicht erzählen. Außer das Pögel aus der Pfeife. Ich würde mal sagen, das war es von heute. Falls ihr noch etwas anderes ansprechen wollt, oder mit mir, oder soll ich ansprechen nächste Woche am Sonntag, einfach ab in die Kommentare. Ich glaube, ich werde fürs Let's Play heute, ich nehme gerade nachher noch auf. Also L.A. Noir werde ich nachher aufnehmen jetzt.
Das heisst, nicht mehr 7 Parts in der Woche, sondern 6 pro Let's Play. Und das hier wird jeweils am Sonntag gemacht, aufgeladen, bearbeitet und auch veröffentlicht. Genau. Ich würde sagen, wenn ihr etwas habt, ab in die Kommentare. Tschüss, wie ein Velofahrer, der gerade kommt. Es ist echt bedeutend ruhig heute, muss ich euch sagen. Es kommen wenig Leute. Ja, ich würde sagen, es war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr etwas ansprechen wollt, wie schon gesagt, ab in die Kommentare. Ich freue mich, ich beantworte sehr viel ich beantworte alle Kommentare, die ihr habt, die konstruktiv sind. Natürlich, klar, wenn es Hate ist oder so, würde ich entweder, ja, je nachdem, die Kommentare löschen müssen oder einfach ignorieren. Weil es gibt einfach, sorry, aber es gibt, es gibt Kommentatoren, also Kommentarschreiber und Kommentarschreiber. Es gibt beide Arten von Kommentarschreiber. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare zu den Themen, die ich angesprochen habe. Ich beantworte die und werde die vereinzelt im nächsten Video ansprechen, beziehungsweise nächste Woche. Wenn ihr nichts habt, mache ich selber ein paar. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Bis nächste Woche wieder. Tschüss, das war's. Alla Videocci.